Willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Endwalker. Da sind wir wieder. Im wunderschönen Elpis. Gerade frisch eingeloggt hier. Und unterwegs immer noch mit Emmet Selch, Hyslodeus und Hermes und seinem kleinen Pet Meteon. Wundervoll. Die haben sich hier beraten, weil die irgendein Viech ins Jenseits befördern wollen, sollen, wie auch immer. Hermes ist da nicht so begeistert von. Aber was soll's. Soll er sich doch nicht drüber freuen. Wir freuen uns ja auch nicht, dass die Welt in 12.000 Jahren untergeht. In der Vergangenheit sind wir. Ja, ja. So sieht's aus. Und reden hier mit den ganzen Leuten, um Informationen zu sammeln. Naja, gut. Sammeln wir mal weiter Informationen. Haben sich alle etwas ausgeruht? Ich möchte jetzt mit meiner Arbeit weitermachen. Wir haben uns geeinigt, was mit den Lykaonen geschehen soll. 7 Exemplare wurden zum Zweck der Beobachtung geschaffen. Und alle 7 werden in den Äther zurückkehren. Doros hat sich an die Vorschriften gehalten und ich als Leiter der Beobachtung kann keinen Ermessensfehler finden. Die Lykaonen würden das natürliche Gleichgewicht stören und alle Lebewesen um sie herum auslöschen, worauf sie selber verenden würden. Sie dürfen nicht in die freie Wildbahn gelangen und können auch nicht hier in Elpis bleiben. Ich werde das Büro des Architekten bitten, das Konzept als feindselige Schöpfung für Sonderfälle aufzubewahren. Und Hyslodeus hat mir seine Unterstützung zugesagt. Egal, was das Büro auch entscheiden wird, die Beobachtungsexemplare haben in jedem Fall ihre Daseinsberechtigung verloren. Doros hat die Geschöpfe bereits isoliert und trifft die notwendigen Vorbereitungen. Ich werde mich nun zu ihm bewegen. Es ist meine Pflicht, dem Ende dieser Angelegenheiten beizuwohnen. Wir werden dich begleiten. Schließlich ist der Zweck dieses Besuchs, dich bei deiner Arbeit zu beobachten. Ich habe keine Einwände. Der Weg dorthin führt über die große Brücke. Sag ja, weiter wandern! Die Wandergemeinschaft um Emmet Selch rennt hier durch die Gegend. 300 X-Jalme nach Norden. Deutet aber eher da oben, ne? Nicht hier drüben. Hier sicher jetzt aber nochmal kurz gucken. Ja. Reicht nicht, wir müssen hier diesen riesigen Bogen laufen, scheinbar. Große Brücke. Also ich habe schon größere Brücken gesehen. Boing. Und ja, und da sieht man's, ne? Nicht nur die komischen Viecher da, die Feuerviecher sind gewalttätig. Auch diese Viecher hier sind gewalttätig. Frech. Ach, guck mal einer an. Hallo, Doros. Sehen ja echt freundlich aus. Nicht. Doros, bist du verletzt? Was ist passiert? Ich habe nicht genug aufgepasst. Ich hatte sie mit meiner Magie gefesselt, doch sie sind komplett durchgedreht und haben es geschafft, sich loszureißen. Vier habe ich erwischt. Die 3 anderen sind entkommen. Ich kann 2 von ihnen sehen. Sie sind über den 12 Gärten. Und der 3. ist dort vorne, in den Feldern. Hermes, du und Dufte übernehmt den in den Feldern. Ich knöpfe mir die 2 in der Luft vor. Verstanden. Und danke für deine Hilfe. Nein, doch. Ich werde Emmet Selch begleiten. Meteon, bitte bleib hier bei Doros. Aber Hermes! Die Lykaonen werden vernichtet. Du sollst das nicht miterleben müssen.
Dir sollte ich diese Aufgabe auch nicht aufbürden. Aber wenn du helfen möchtest, dann begleite mich. Ja, okay. Dann mal los da. Aber hier gleich erstmal drastische Musik. Da oben hockt er. Entschuldige, dass ich dich damit reinziehe. Da ist er. Siehst du, wie er schwebt? Er ist wachsam. Wenn wir es verkehrt anstellen, erwischt er uns in der Luft. Entwischt er uns in die Luft. Du wirst dich ihm langsam nähern, gut sichtbar und seine Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Achte auf seine Flammenkugeln. Sie könnten jedes Opfer im Handumdrehen in Asche verwandeln. Wenn du nicht angreifst und dich nur auf die Kugeln konzentrierst, sollten sie für dich keine große Gefahr darstellen. Es gibt mir genug Zeit, den Flammenwolf zu vernichten. Fertig? Dann geht's los. Lass nichts anbrennen. Okay. Einfach nur ausweichen oder was? Ach so. Nee, hier sind die Flammenkugeln. Nani? Aber echt. Blöde Flammenkugeln. Ob er hier jetzt gerade Schaden bekommt, dadurch, dass ich hier die ganze Zeit rumwirke? So, kommt noch einer oder war es das jetzt? Natürlich kommt da noch was. Natürlich kommt da noch was. Zwei. Was kommt als nächstes? Drei? Gucken wir mal. Aber alles insgesamt ganz easy hier. Einfach Flammenkugeln prügeln. Nichts, was wir nicht schon 20.000 Mal getan hätten. Da. Weg. Was ist das? Achso, Zielort. Einfach sitzen und warten. Jetzt. Ach. Vergib mir. Bitte. Vergib mir. Möge deine Seele nun endlich ihren Frieden finden. Sei es in der Stille des Sternengrunds oder in der Tiefe der Unterwelt. Etwas von euch bleibt zurück. Eine Idee, ein Konzept. Und als solches werdet ihr eines Tages wieder Form annehmen. Ob dies mit oder ohne euch ein besserer Ort ist, zählt nicht. Was zählt, ist, dass ihr leben wollt. Hasst uns. Und wir können es euch nicht verdenken. Aber lasst euer Leid, euren Schmerz zurück. Wir werden eure Trauer schultern, damit ihr frei von Sorge seid, wenn ihr aufs Neue geboren werdet.
Hermes, tritt dem Konvent bei. Du gehörst hier nicht hin. Wenn ich gehe, trifft eben jemand anderes die Auswahl. Und es wird sich nie was ändern. Sag es mir. Wiegt unsere Pflicht, den Planeten zu bessern, schwerer als der letzte Lebenshauch einer ganzen Art? Und wenn wir unsere Pflicht erfüllt haben und der Planet perfekt ist, was dann? Lachen wir ein letztes zufriedenes Lächeln und sterben? Ich weiß es nicht. Wenn ich Van Daniels Sitz einnehme, heiße ich damit seine Rückkehr zum Planeten gut. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es sind diese Zweifel, die mir einflüstern, dass ich nicht geschaffen bin für das Amt. Hermes! Sei nicht böse. Es schmerzt. Ich bekomme keine Luft. Verzeih mir. Falls ich meinen Sitz im Konvent nicht gerade verspielt habe, gib mir bitte einen Moment, um meine Gedanken zu sammeln. Hythlodeus, wärst du so freundlich, dich um die beiden zu kümmern? Natürlich. Lass dir ruhig Zeit. Und du? Ich hoffe, dass du findest, was du hier suchst. Ich denke, wir haben ein paar Dinge zu besprechen. Wollen wir in die 12 Gärten zurückkehren? Ja. Toll, gerade hier rausgegangen, jetzt sind wir wieder hier. So ein Ärgernis. Aber egal, was sagt der gute... Verdammt. Es klappt nicht. Klappt einfach nicht. Ich hatte gehofft, dass ich es schaffe, Sephiroth und das Schnattern zusammenzukriegen. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Egal. Egal. Mal schauen, was sie jetzt hier zu beratschlagen haben. Die anderen Lykaonen. Alter, diese Wörter, ne? Die anderen Lykaonen waren im Handumdrehen erlebt. Damit ist die Angelegenheit geregelt und das Leben geht weiter. Außer natürlich für die Lykaonen. Rational gesehen habe ich ein gewisses Verständnis für Hermes Meinung. Es hängt immer ein Hauch der Traurigkeit in der Luft, wenn jemand zum Gestirn zurückkehrt, den man kennt. Egal, wie gut die Person ihre Pflicht auch erfüllen mag. Aber nie wurde ich von Trauer derart in meinem Denken beeinflusst, wie es bei ihm der Fall ist. Wie mag er sich fühlen? Ist ja auch ein herzloses Stück Scheiße. Und nun? Soll ich meine Führung fortsetzen oder schwebt euch etwas anderes vor? Ja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Beobachtung unseres Van Daniel-Kandidaten fortzusetzen, bis er sich zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Wenn das nicht auf direktem Wege geht, weil er meint, seine Ruhe zu brauchen, dann höre ich mich eben bei seinen Kollegen um. In einem seid Hermes und du gleich. Ihr nehmt diese Angelegenheiten wirklich ernst. Du kannst natürlich weiterhin auf meine Dienste als Reiseführer zählen. Wie steht es um dich, Dufte? Kommst du mit? Sehr schön. Dann setzen wir unseren Rundgang einfach fort. Wer weiß, wen wir hier noch so alles treffen.
und was wir dabei in Erfahrung bringen können. Mir schwebt da auch schon etwas vor. Folgt mir bitte zur Kreuzung an der Anagnorisis, in der Nähe des Ortes, wo sich der Vorfall mit dem Lykaon ereignet hat. Yay, noch mehr Sightseeing, genauso habe ich es gern. Oink, 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 oink. Und ihr mit euren Sound-Emote-Dingern, gibt's ja wohl nicht. Immer nur am Rum, Piun und so. Dafür sind sie da. Dein Ernst? Böses Aja, böses Aja. Nein, dafür sind sie da. Hütet euch aber trotzdem, das ist eine kleine Aufforderung von mir, das in den Cutscenes zu machen. Das ist echt nicht geil. Ansonsten sehe ich das ganz entspannt. Nani? Nein, das meine ich ernst. Komm mir nicht so, du. Ich sag dazu nur Shadowbringer Folge 111 oder so. Oder meinen Kaffee geklaut hat. Nani? Also gut, lasst mich euch verraten, wo uns als nächstes hingeht. Zum Notoneus. Es liegt einfach den Weg hier nach Norden entlang. Dort befindet sich ein Teleporter, die das Hin- und Herreisen zwischen den einzelnen Inseln von Elpis ermöglichen. Beim ersten Mal kann man sie nur in Begleitung von jemandem benutzen, der bereits eine Berechtigung dafür hat, so wie ich zum Beispiel. In diesem Sinne, los geht's. Super. Gleich kommen wir einfach überall hin. Wohin wollen wir? Überall hin. Wann wollen wir? Jetzt. So, und da oben ist auch noch eine Windätherquelle. Das passt ja alles sehr gut. Das hast du gut erkannt, Retro. Ja, in der Tat, ich habe das Spiel gewechselt. Willkommen am Notoneus. Der Transporter, den ihr hier seht, führt nach Kalimelios. Zephyros! Dieser Bezirk umfasst die westliche Insel. Und ja, damit ist der massive Felsbrocken gemeint, den wir gerade genau vor unserer Nase haben. Folgt mir, dann können wir schon bald seine Oberseite bewundern. Das ist Bezirk 2, Kalimelios Zephyros. Hier befindet sich neben verschiedenen Testeinrichtungen der Observationspunkt Poiton Oikos. Und jetzt sollten wir... Nanu, was ist denn das? Ah, ein Ureas. Wie putzig. Und was ist das? Eine neue High-Art. Mein Büro hat das Konzept vor ein paar Tagen genehmigt. Haie gehören mit zu den beliebtesten Tieren des Meeres. Beinahe täglich werden neue Konzeptpapiere eingereicht. Zuerst war es nicht anders als bei anderen Arten. Man entwarf sie in verschiedenen Größen oder mit Anpassungsmerkmalen an unterschiedliche Lebensräume. Doch dabei blieb es nicht. Ein besonders ehrgeiziger Schöpfer gab den Haien die Gabe des Fliegens, ein anderer Intelligenz. Dann kamen mehrere Köpfe, sogar Arme und Beine. Ich hielt es für absurd und dachte, man sollte sich lieber einer neuen Art zuwenden. Aber man will ja Fleiß nicht bestrafen. Und jetzt haben wir das. Ah!
Das war knapp. Ist jemand verletzt? Ach, sieh mal einer an. Venat, wer hätte gedacht, dass wir uns hier wiedersehen? Wie ich schon sagte, kehren die meisten Konventsmitglieder zum Planeten zurück, wenn sie ihren Sitz aufgeben. Sie gehört nicht dazu. Sie zeigt sich weiterhin geschäftig, obwohl sie den Konvent verlassen hat. Venat, sie war die vorherige Asem. Wir haben uns lange nicht gesehen, Hythlodeus. Du hast dich gut gehalten. Und der amtierende Emmet Selch. Sehe ich richtig, dass sich die Furchen auf deiner Stirn noch tiefer eingegraben haben? Dabei bist du noch so jung. Vielleicht solltest du dir abgewöhnen, immer so finster dreinzublicken. Deine Nachfolgerin gibt wenig Anlass dazu. Wie geht es ihr denn? Wie immer. Neulich hat sie sich kopfüber in einen Vulkan gestürzt, der kurz vor dem Ausbruch stand. Wenn es dich interessiert, erzähle ich dir später die ganze Geschichte. Ja, unbedingt. Und wer bist du? Sag, kommst du vielleicht aus der Zukunft? Ich spüre einen meiner Schutzzauber an dir. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ihn gewirkt zu haben. Das kann nur bedeuten, dass ich den Zauber irgendwann später im Fluss der Zeit auf dich gelegt habe. Um was für einen Schutzzauber handelt es sich? Er ist ein Segen für Reisende und schützt vor Verformungen des Äthers. Du weißt, was ich meine? Dann stammt dieser Schutzzauber also wirklich von mir. Und das soll beweisen, dass wir Besuch aus der Zukunft haben. Manchmal glaube ich, alle außer mir haben den Verstand verloren. Darfst du uns nicht sagen, worum es geht? Die Realität, in die du zurückzukehren wünschst, ist das Resultat der letzten Tage. Nichts, was du tust, wird die Tragödie ungeschehen machen. Das heißt, deine Handlungen hier werden die Zukunft, aus der du kommst, nicht ändern. Doch sie könnten den Lauf unserer Geschichte beeinflussen. Wie aufregend! Das Unerforschte fordert mich heraus. Und nichts ist so unbekannt wie die Zukunft. Doch gleich, was man zu wissen glaubt. Die Zukunft kennen wir erst, wenn sie zur Gegenwart geworden ist. Womit ich sagen möchte, um unser Schicksal brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber so oder so, es muss einen gewichtigen Grund geben, dass du diese Reise auf dich genommen hast. Willst du ihn nicht verraten? Vielleicht kann ich dir helfen. Also wirklich, wenn das wahr ist, hast du uns aber ganz schön was vorenthalten.
Im Namen des Konvents verlange ich, alles zu erfahren. Wer du bist, was du hier willst, alles. Ich schlage vor, wir ziehen uns irgendwohin zurück, wo es sich besser sprechen lässt. Ich bin für eine Weile hier, um einem alten Freund bei der Arbeit zu helfen. Deswegen habe ich eine Unterkunft in Poyton Oikos. Wenn ihr einverstanden seid, gehen wir dorthin. Hab Mut. Dieses Treffen war kein Zufall. Da bin ich mir sicher. Andernfalls würdest du bestimmt nicht mein Zeichen tragen. Dabei habe ich mir ganz bestimmt etwas gedacht. Ich kenne mich doch. Ich wiederhole nochmal, so funktionieren Zeitreisen nicht. Weil die haben gerade eben einfach in einem Satz die Regel, mit der man hier reingegangen ist, komplett über den Haufen geworfen. Okay. Dann reden wir nochmal mit Venard. Entschuldige bitte, aber bevor wir aufbrechen, habe ich noch etwas zu erledigen. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Kristall, in dem das Konzept einer Schöpfung gespeichert ist. Einer der Beobachter hat ihn sich in einem Moment der Unachtsamkeit von einem Oreas entwenden lassen. Oh, ich glaube, das kleine Kerlchen habe ich vorhin gesehen. Kurz bevor dieser Hai hier aufgekreuzt ist, Emmetzelch und ich können gerne seine Ätherfährte aufnehmen. Selbstredend funktioniert das nur für den Orea selbst, nicht für den Kristall. Wenn er ihn also irgendwo fallen gelassen hat, können wir nichts für dich tun. Aber natürlich. Danke. Das wäre mir schon eine große Hilfe. Während ihr versucht, den Dieb zu stellen, kann ich euch folgen und sicherheitshalber den Waldboden nach dem Kristall absuchen. Wärst du so gut, mir dabei zu helfen? Ich könnte jemanden gebrauchen, der die Westseite des Waldes übernimmt. Das ist lieb von dir. Dann wünsche ich uns allen viel Glück bei der Suche. Wir treffen uns an der Brücke zu Poyton Oikos. Poyton Oikos. Ja, wie dem auch sei. Hier drüben ist auch irgendwo eine Windätherquelle. Nordosten? Dann müssen hier mehr als eine sein. Immer noch Nordosten. Aha. Da ist sie. Aber hier unten muss auch eine sein. Das war nicht die. Hier drüben muss noch irgendwo eine sitzen. Nordwesten. Das haut nicht hin. Bis hierhin waren es 100 Jalme. Muss hier sein. Bin ich mir sehr sicher. Ich bin nicht auf Abwege gekommen. Ich tue mir selber nur einen Gefallen, indem ich mir die Arbeit ein bisschen erleichtere. Mir fehlen nämlich nur 4 Windätherquellen hier. Danach noch 5 Windäther-Quests. Dann habe ich wieder alle Windäther-Quellen für dieses Gebiet. Und ich bin sehr gut dran. Ich meine, ich habe jetzt von fast allen Gebieten, die wir besucht haben, schon die Windäther-Quellen. Fehlt nur noch der Labyrinthos und Gebiet Unbekannt. So, hier müsste gleich auch nochmal eine angezeigt werden. Sage ich doch, Südwest. Da ist sie. Sag dich doch. Und hier wird fleißig Holz gehackt. So. Aber an dieser Stelle jetzt nochmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich filme mich unbedingt nochmal
nachgucken. Nach dieser Cutscene mit Elidibus. Denn das nervt mich. Bis gleich.